Für Florian Schlicker und sein Team ging es gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten Rhein am Lech nur um einen Pflichtsieg. Die ersten Spielakzente setzten jedoch die Gäste in Weiß. Susko bereits in der dritten Minute mit diesem Versuch. Die Klosterer wirkten von der starken Anfangsphase des TSV etwas überrascht. Rappelten sich dann aber auf und verwandelten ihre erste Chance zur Führung. Stolz auf Rojas und da kommt Schaap angeflogen, der Kapitän mit dem Kopf zur 1:0-Führung für den SVS. Die Hausherren übernahmen in Folge immer mehr das Kommando, hatten aber auch das Glück auf ihrer Seite, wie in der 33. Minute, als sie nur noch das Aluminium rettete. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rein, dann gefühlt noch in der Kabine. Die Gästeabwehr Penta komplett und Seligen Porten stürmt ungestört zum zweiten Tor. Rojas wieder mit der Vorlage und Stolz mühelos in der 48. Minute zu seinem 17. Saisontor. Die Gastgeber setzten sich danach zur Ruhe. Ein Fehler, denn Rhein brannte auf den Anschlusstreffer. Und Sebastian Kinzel dann auch in der 72. Minute erfolgreich. Er mit dem Lupfer über Keeper Brunnhübner zum 2:1. Die Tillistädter danach weiterhin mutig, drängten auf den Ausgleich und kurz vor Schluss noch einmal ungehindert in den SVS-Strafraum. Kinzel lässt gleich 5 Gegenspieler stehen und Yilmaz trifft nur die Latte. Es blieb also dabei. Seligen Porten gewinnt am Ende etwas glücklich mit 2:1. Es läuft wie die ganze Saison. Es ist ein bisschen verhext. Ja, heute gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass wir 3 Punkte mitgenommen haben. Aber ansonsten war es jetzt sicherlich kein besonders gutes Spiel von uns. Ganz im Gegenteil. Ja, mehr als glücklich heute trotz alledem dann die 3 Punkte mitgenommen. Und mehr geht's wohl leider nicht.